Ein bisschen im Fußballmuseum muss man auch kramen, wenn man nach dem letzten Torschützen des Monats von Rot-Weiß Essen fahndet. 15 Jahre lang ist das her. Und noch weiter zurückblicken muss man, wenn man die großen Erfolge von Rot-Weiß Essen sucht. 1953 Pokalsieger, 1955 deutscher Meister. Aber da waren die Stürmer, die großen Namen, verantwortlich für die Erfolge in den besseren Zeiten. Helmut Rahn, Willi Enten-Lippens, Horst Rubisch oder Frank Mill. Das ist alles sehr, sehr lange her. Und jetzt haben Sie, die Zuschauer der Sportschau, ausgerechnet einen Verteidiger von Rot-Weiß Essen zum Torschützen des Monats August gewählt. Der hat sich immerhin durchgesetzt gegen Raoul und Fafan, die beiden von Schalke 04. Alexander Tamm heißt der Mann, hatte heute aber noch nicht so richtig den Kopf für die Sportschau-Medaille, denn es ging in der NRW-Liga zu einem legendären Spiel. Holger Sauer war für Sie dabei. Eigentlich kamen wir heute etwas ungelegen, als wir den Torschützen des Monats August besuchten. Alexander Tamm und seine Mannschaftskollegen trafen sich gerade, um die Sachen zu packen fürs Auswärtsspiel. Denn ausgerechnet heute war das wichtigste Spiel der Saison für Rot-Weiß Essen in der NRW-Liga. Klingt irgendwie ja auch besser als fünfte Liga. Es ging im Lokal der Lokalderbys gegen Schwarz-Weiß Essen. Pure Ruhrgebiets-Fußballtradition. Essen Nord gegen Essen Süd. Heute ist sowieso, denke ich, in der Stadt Ausnahmezustand, weil es halt seit nach 11 Jahren mal wieder das Derby gibt, halt auch wirklich unter Wettkampfbedingungen in der Liga. Sein Tor im ersten Saisonspiel für RWE am 13. August hat Alexander Tamm gleich berühmt gemacht an der Hafenstraße. Und spektakulär war es obendrein. Er war zu niedrig, um mit dem Kopf zu nehmen, zu weit weg, um mit dem Fuß zu nehmen und stehen zu bleiben. Und ja, dann hatte ich halt für 2, 3 Sekunden Aussetzer, habe das gemacht. Und als ich dann wieder zu mir gekommen bin, dann haben die 6000 Leute auch schon gejubelt. Und das war natürlich auch mein erstes Pflichtspiel hier an der Hafenstraße, war natürlich schon ein sehr, sehr schönes Gefühl. 14 Uhr, Ankunft beim Stadtnachbarn nach 20-minütiger Busfahrt. Rot-Weiß Essen ist immer noch ein Begriff in der Fußballrepublik. Über 100 Jahre Tradition, da ist den Fans die Liga egal, auch wenn es schon erfolgreichere Zeiten gab. Es gibt sogar noch Bilder vom größten Erfolg in der Vereinsgeschichte, damals vor 55 Jahren. Eine Flanke von Termat. Islacker steht da und 4:3 für Rot-Weiß. Rot-Weiß Essen ist deutscher Fußballmeister und feiert damit einen glücklichen Sieg über eine tapfere Mannschaft. Solch eine Tradition verpflichtet hier in Essen. Und so war Trainer Waldemar Wrobel heute kurz vor Spielbeginn sichtlich angespannt, als er Alexander Tamm die Torschützenmedaille überreichte. In dem Zusammenhang, Alex, nochmal Glückwunsch. Und ich denke, die Situation, wie sie in Homberg war, ist genau die, die wir heute brauchen. Individuell sind wir überragend, dann sind wir als Kollektiv nicht schlagbar. Jetzt gehen wir raus, bereiten uns dementsprechend vor und danach machen wir Party. Über 6000 Fans sahen dann ein recht durchwachsenes Liga-5-Spiel zwischen Rot-Weiß und Schwarz-Weiß-Essen. Endergebnis 1:0 für RWE. Alexander Tamm mit der Nummer 5 gab die entscheidende Vorlage zum Treffer durch Lukas Lenz. Rot-Weiß bleibt Tabellenführer der NRW-Liga. So war es für Alexander Tamm und seine Mannschaft ein überaus erfolgreicher Sonntag. Torschütze des Monats und der Auswärtssieg beim Lokalrivalen. In diesem Sinne gratulieren wir dir als Team zum Tor des Monats, vielleicht zum Tor des Jahres. Yeah!